Die Politik zielt darauf ab, uns Schritt für Schritt die mobile Freiheit zu nehmen. Nicht anders kann man interpretieren, was in den letzten Jahren und Monaten und so weiter läuft. Wir werden darauf hingeführt, dass wir irgendwann nur noch mit den Öffentlichen von A nach B fahren dürfen und das Auto stehen lassen, wegwerfen oder ganz abgeben. Das ist das Ziel. Und ich sage euch eins, wenn der letzte Verbrenner von der Straße gefegt ist und alles nur noch elektrisch fährt, werden Sie wieder etwas finden, um uns das Fahren madig zu machen. Natürlich kann man auch bei E-Autos viele umweltschädliche Punkte finden, die dann dazu führen, dass man am Ende dann wahrscheinlich auch die E-Mobilität in Frage stellt. Das ist eine gewagte Prognose, aber wir sprechen uns in einigen Jahren wieder. Jetzt kommt aber eine ganz neue Nummer und die ist ziemlich schmutzig. Und ich hoffe, noch nicht allzu viele Leute sind darauf reingefallen. Es geht um das Deutschland-Ticket. Ja, ihr habt richtig gehört. Verschiedene Städte bieten an, dass man ein Jahr lang kostenlos fahren kann mit dem Deutschland-Ticket, wenn man seinen Führerschein abgibt. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn man seinen Führerschein abgibt, dann haben einige Städte auf dem Programm, dass man dafür das Deutschland-Ticket kostenlos erhält. Klingt auf den ersten Blick vielleicht verführerisch. Wenn du im Moment kein Auto hast oder sowieso nur den Führerschein besitzt und dir auch erstmal keins kaufen willst, könntest du sagen, okay, dann kann ich den Lappen ja auch abgeben und bekomme dann das Deutschland-Ticket und fahre dann gratis durch die Gegend. Aber da müsst ihr erstmal das Kleingedruckte lesen. Denn jetzt wird es schmutzig, jetzt wird es perfide. Der Lappen ist dann für immer weg, wenn du von diesem Angebot Gebrauch machst. Das ist ganz schön hinterlistig. Ein Kuhhandel sozusagen. Also du gehst zur Stadt und holst dir das Deutschland-Ticket. Abgeben musst du deinen Führerschein. Und du denkst also, wenn du dann hinterher keinen Bock mehr hast und dieses Jahr vorbei ist, denn dieses Angebot gilt in der Regel nur für ein Jahr, gehst du wieder zurück und holst dir den Führerschein zurück. Aber so läuft es nicht. Es ist eine Mogelpackung, die es wirklich in sich hat. Und da schauen wir doch mal, was die Qualitätspresse dazu schreibt. Da wird die Sache nämlich irgendwie ganz anders dargestellt. Das, was da im Kleingedruckten eigentlich steht bei diesen Verträgen, wird dort überhaupt nicht wiedergegeben. Wir schauen also beispielsweise auf die ARD, das erste. Da heißt es also, Führerschein abgeben, Deutschland-Ticket kostenlos bekommen. Diese Städte machen mit. Ja, hört sich erstmal prima an. Man sieht meine froh gelaunte Frau im Nahverkehrszug und dann wird gezeigt, also welche Städte mittlerweile dieses Angebot ausführen bzw. anbieten. Da ist Lübeck, da ist Dortmund, da ist Leverkusen und Bonn, Ennepe-Ruhr-Kreis und so weiter. Und die Zahl der Anbieter, die Zahl der Städte wird immer mehr. Ihr braucht euch dieses gar nicht erstmal durchzulesen, denn was da in dem Artikel nämlich nicht drin steht, also apropos Lückenpresse, ist der Warnhinweis, dass wenn du von dem Angebot Gebrauch machst, der Lappen für immer weg ist. Nein, du kriegst den nicht mehr zurück und musst dann hinterher, wenn du wieder fahren willst, ja, die ganze Fahrprüfung, den ganzen Schmodder da einfach noch einmal machen. Und ihr wisst ja alle, wie schwierig das ist, heutzutage einen Führerschein zu machen. Das war ja früher auch alles viel, viel einfacher. Aber dass die Presse mit keinem Wort erwähnt, dass der Führerschein weg ist, wenn du von dem Angebot Gebrauch machst, das ist schon ein dickes Ding, finde ich. Und das geht überhaupt nicht. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Städte und Gemeinden schon jetzt im Schuldensumpf versinken. Sie haben also gar kein Geld. Da frage ich mich also, woher sie diese Knete nehmen, um den Leuten ein Deutschland-Ticket zu spendieren, auch wenn es nur für 12 Monate ist. Aber das ist doch schon irgendwie nicht mehr Fairplay. Das ist ein richtiger Köder irgendwie. Und wenn du anbeißt wie ein Fisch, dann bist du verloren, dann ist dein Führerschein weg für immer. Aber wir schauen uns mal, ja, für immer, also ihr habt es richtig gehört. Ich wollte es nicht glauben, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie einzelne Städte das anbieten, dieses verlockende Angebot. Wir sind jetzt hier zum Beispiel in Lübeck
Und da wird das eben auch schön angeboten. Fahrschein gegen Führerschein heißt es da verlockend. Ein Jahr lang kostenlos mit dem Deutschland-Ticket unterwegs. Ja, wer will das nicht? Wer will nicht ein bisschen sparen? Und nochmal, wenn du gerade kein Auto hast oder so und den Führerschein deshalb auch nicht brauchst, kannst du sagen, okay, dann lege ich den Lappen dahin und hole mir dann eben dieses Deutschland-Ticket. Und es wird also auch sehr verführerisch alles dargestellt, ist auch ein bisschen knapp. Also, wollen also erstmal mit 1000 Tickets anfangen in diesem Jahr und dann werden es dann immer mehr in den nächsten Jahren. Also, wie toll das doch ist, du gehst zum Amt und gibst deinen Führerschein ab und kriegst dieses Ticket. Und die meisten Leute denken ja natürlich, dass sie den Führerschein wieder zurückbekommen, aber dem ist nicht so. Da muss man erstmal ins Kleingedruckte schauen und da hat die Stadt Lübeck immerhin eine FAQ-Liste erstellt zum Thema Fahrschein gegen Führerschein. Die Frage ist, wer kann alles mitmachen? Alle LübeckerInnen mit Erstwohnsitz in der Hansestadt Lübeck, die eine gültige Fahrerlaubnis besitzen, können an der Aktion teilnehmen. Ja, das ist doch toll. Alle Lübecker, die einen Führerschein haben, können an der Aktion teilnehmen. Es gibt aber auch Leute, die haben keinen Führerschein, die würden ja auch gerne an der Aktion teilnehmen, die sind aber ausgeschlossen. Da klafft doch eine riesige Gerechtigkeitslücke, würde Katrin Göring-Eckardt sagen. Aber schauen wir uns jetzt nochmal weiter an, was da im Kleingedruckten steht, denn das ist ja ziemlich wichtig. Die meisten Leute überlesen das einfach. Also wie gesagt, alle Lübecker und Lübeckerinnen innen können da mitmachen, vorausgesetzt, sie haben einen Führerschein. Und das Ganze gilt dann für 12 Monate. Und dann gibt es auch, welche Unterlagen benötige ich, wie komme ich an die Unterlagen ran, wo muss ich die abgeben, ich weiß nicht, wo ich die Unterlagen ausfüllen soll. Also alles sehr, sehr hilfreich. Brauche ich ein Bürgerservicebüro, kann ich jemanden bevollmächtigen, welchen Nutzen habe ich, wenn ich den Führerschein abgebe? Das müsst ihr selber wissen. Und dann irgendwo ganz unten dann kommt nämlich, dann platzt die Bombe. Da steht nämlich dann irgendwann, wann endet das kostenlose Abonnement, das ist so ungefähr nach einem Jahr, bekomme ich meinen Führerschein nach einem Jahr automatisch zurück. Da musst du also ganz schön weit nach unten scrollen. Jetzt gucken wir doch mal rein, klicken das mal an und schauen uns das genau an, was da steht. Nein, Sie geben Ihren Führerschein ab. Und damit erlischt die Fahrerlaubnis für alle Fahrzeugklassen dauerhaft. Das ist doch der Hammer. So, ich unterstreiche euch das oder ich markiere euch das jetzt nochmal hier. Der Lappen ist für immer weg. Die Fahrerlaubnis erlischt dauerhaft. Also das ist doch wirklich ein schlechter Deal. Also das ist doch wirklich eine Mogelpackung. Man könnte es auch noch als was viel Schlimmeres bezeichnen. Ich meine, wie viele Leute lesen das Kleingedruckte nicht oder scrollen nicht bis ganz nach unten und denken, ja, jetzt nehme ich mal das Jahresticket, weil ich habe ja, wie gesagt, gerade kein Auto oder will mir erst nächstes Jahr eins kaufen und dann gehe ich da wieder hin und dann sagen die da am Amt, nö, nö, der Führerschein, den haben sie freiwillig abgegeben und der bleibt auch abgegeben. Der ist für immer ist der Führerschein weg. Also es ist wirklich unfassbar. Und die Frage ist, wie man das jetzt rechtlich überhaupt, dürfen die das überhaupt, ja? Und dann gucken wir mal hier, das habe ich auch für euch zusammengefasst. Die Links zu diesen Artikeln sind gleich hier unter dem Tube übrigens. Deutschland-Ticket gegen Führerschein. Also beim M-News kann man es nämlich dann auch gleich im Fettgedruckten lesen. Die Fahrerlaubnis ist mit dem Tausch jedoch dauerhaft erloschen. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, aber die Leute sagen, die Rechtsgelehrten sagen, das ist möglich. Du machst mit den Kommunen einen Deal, du kriegst da irgendein Häppchen, ein Leckerli oder sonst was und gibst deinen Führerschein ab und die können dann sagen, jetzt ist er für immer weg. Dann hat die Falle zugeschnappt. Die meisten Leute werden es erst viel später merken. Die Abgabe des Führerscheins ist allerdings dauerhaft. Heißt es da, juristisch sei die Rückgabe als Verzicht zu werten. Also du verzichtest freiwillig auf deinen Führerschein.
Na gut, das muss man ja oben mal drüber schreiben und nicht unten im Kleingedruckten. Das Dokument sei dann nicht etwa mit Ablauf des Gratis-Abos wieder gültig, also es ist dann nicht mehr gültig, sagt der auf Verkehrsrecht spezialisierte Berliner Anwalt sowieso gegenüber der Welt. Wer doch wieder Auto fahren wolle, müsse erneut den Führerschein machen, inklusive Fahrstunden und Prüfungen. Inklusive Fahrstunden. Also ich zeige es hier, euch hier nochmal, ich markiere es auch, weil es einfach so unglaublich ist. Wer doch wieder Auto fahren wolle, müsse erneut den Führerschein machen, inklusive Fahrstunden und Prüfungen. Mann, also hier passieren Dinge in Deutschland, da fragt man sich manchmal, was ist hier eigentlich los? Ich hoffe, nicht allzu viele Leute sind auf dieses verlockende Angebot reingefallen, aber ich gehe natürlich dennoch davon aus, dass es einige Opfer gibt, denn die Qualitätspresse, insbesondere ARD und ZDF, erwähnt ja nun in ihren Lobesartikeln mit keinem Wort, dass der Führerschein dann für immer weg ist. Und das ist das, was ich am Anfang des Videos meinte mit Einschränkung der Mobilität. Das ist ein perfider Trick. Wenn du das Ding dann verloren hast, dann verzichtest du vielleicht ganz aufs Auto und auf die individuelle Mobilität. Die individuelle Mobilität. Das ist das, was die Politiker, also insbesondere die Grünen, auf dem Kicker haben. Du sollst nur noch mit der Straßenbahn und am besten mit dem Nahverkehrszug irgendwo hinfahren und auf keinen Fall ins Auto steigen. Flugzeug geht ja sowieso nicht. Und dann sitzt du nur noch zu Hause und kannst da mal, was weiß ich, in den Park, im Park spazieren gehen. Das ist das, was am Ende kommen wird. Und ich bin mal gespannt. Das Ganze könnte ja auch so eine Art Test sein, dass man irgendwann auch zu dem Ergebnis kommt und sagt, so, ihr müsst jetzt alle den Führerschein abgeben. Dafür bekommt ihr jetzt ein kostenloses Jahresabo beim Nahverkehr. Das ist ja eigentlich auch nicht ausgeschlossen in dieser verrückten Welt. Ich meine, das klingt jetzt ziemlich weit hergeholt, aber was wir in der letzten Zeit erlebt haben hier in der Republik, das wird ja immer wieder neu überboten an Dummheit, an Wahnsinn und so weiter und so fort. Also bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und passt auf, macht es lieber nicht, es sei denn, ihr wollt für immer auf euren Führerschein verzichten, dann könnt ihr ja auf das Angebot eingehen und denkt daran, es ist auch nur begrenzt. Es gilt maximal ein Jahr und danach musst du es dann wieder kaufen und der Lappen ist aber für immer weg. Also Vorsicht bei solchen staatlichen oder städtischen Mogelpackungen. Folgt mir auf Telegram, dort immer offiziell und schnell informiert aus dem Bereich Wirtschaft und Politik. Wenn was passiert, erfahrt ihr es dort zuerst.